Wie klingt es, wenn du einen Fehler zugibst? Es tut mir leid. Ich habe eine Frage an dich. Muss man Fehler zugeben? Ja, ich denke schon. Was für einen Fehler hast denn du zuletzt zugegeben? Oh, ich habe gelogen. Wem gegenüber hast du den Fehler so als erstes zugegeben? Zuerst mal musste ich den Fehler, glaube ich, mir zugestehen oder erst mal drauf kommen, ja, das war ein Fehler, da habe ich was verbockt und dann habe ich mit meiner Mutter drüber gesprochen. Was hilft denn dir dabei, Fehler zuzugeben? Ich denke, zu wissen, dass Vergebung immer besser ist, als in dem Fehler weiterzuleben. Vergebung ist ein großes Wort. Was heißt das für dich? Vergebung bedeutet für mich, wieder reinen Tisch zu machen, mit der anderen Person wieder gut auszukommen und ja, vielleicht nicht immer gut auszukommen, aber einfach Dinge zu klären und sich auszusprechen. Und natürlich dann auch, dass die Schuld vergeben wird. Also das steckt schon natürlich in Vergebung mit drin. Warum kehrst du es nicht unter den Teppich, wenn du was versemmelt hast, wenn du einen Fehler gemacht hast? Ich würde das generell nicht so sagen, dass das immer so ist bei mir, aber eben reinen Tisch zu haben. Es schon fühlt sich auf jeden Fall besser an, als wenn da immer was brodelt, so unter der Oberfläche. Ja, mich dann auch unruhig macht, unsicher und unzufrieden mit mir selber. Wie klingt das, wenn du einen Fehler zugibst? Was sagst du? Es tut mir leid. Manche Leute sagen ja auch, entschuldige bitte. Was bedeutet für dich die Formulierung entschuldige bitte? Ich glaube, das sagen wir zu oft. Entschuldige bitte ist der was der andere tun muss. Er muss die Schuld wegnehmen, aber der Schritt oder der erste Schritt sollte bei uns liegen. Und deswegen sage ich auch, es tut mir leid, weil das eben von mir aus, das ist das, was ich dazu tun kann. Und der andere muss dann entscheiden, ob er das entschuldigt oder nicht. Gibt es für dich jemanden, der dein Vorbild ist, wenn es darum geht, um Entschuldigung zu bitten oder um Verzeihung? Ich fand es in meiner Kindheit schon echt sehr stark, wenn meine Mutter uns Kinder um Entschuldigung gebeten hat. Ich habe das nicht oft erlebt und auch bei anderen Schulfreunden oder so habe ich das nicht mitbekommen, dass die Eltern auch mal um Entschuldigung gebeten haben. Hast du eine Ahnung, wer für deine Mutter das Vorbild ist, dafür, dass sie euch um Entschuldigung gebeten hat manchmal? Nee, das weiß ich nicht, aber ich glaube, sie ist sehr, ja, in ihrer Persönlichkeit sehr gereift in ihrem Leben und ich finde das sehr beeindruckend.